spielte zwar kein Cello in irgendeinem Saal in meiner Gegend, doch sie war immer da, saß immer in der ersten Reihe mit Bleistift und Papier. Als sie es mir erklärte, begann mein Herz zu frieren. Ich will gehen, wenn du gehen musst, sagte sie zu mir. Ich will gehen, wenn du gehen musst, stand auf dem Papier. Wenn wir